herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der grünen Felderland im Wald. Und diese Woche sogar offiziell ohne, mit Erlaubnis. Also ab dieser Woche haben wir den Wald ja mal wieder gepachtet. Ja, halt so rum. Von dem her können wir diese Woche auch mal beruhigt hier noch ein paar Bäumchen fällen. Bis wir dann ein bisschen zurück, ein bisschen vor hätten müssen. Ja, so ist gut. Ups. Nein! 1 Meter. 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter, 8 Meter, 9 Meter, 10 Meter, 11 Meter, 12 Meter. Ich glaube so 12 Meter ist, glaube ich, gut. Ach, man sieht es ja auch hier in der Anzeige, wie ich das immer vergesse. 12 Meter sieht perfekt aus. Da kommen wieder so kleine Dinger bei rum, aber das ist mir jetzt relativ. Ich werde wahrscheinlich die erste Ladung ins Sägewerk packen, oder? Dass wir Bretterpaletten herstellen können. Den habe ich aber perfekt abgeschnitten hier. Das wäre, denke ich, am sinnvollsten, wenn wir Bretterpaletten herstellen erstmal. Nicht die große Maschine kaputt machen. Ah, warte mal, ich muss mal das LU anrufen. Macht er schon wieder Pause oder was? Volker Varuna, hallo? Moin, Volker, Diesel hier. Ja. Jo, ich wollte nochmal nachfragen wegen Führerschein nachmachen. Bist du jetzt nüchtern? Ich bin nüchtern, ja. Sicher. Ich wurde, wo ich entlassen worden bin, gestern Abend getestet worden. Ich bin nüchtern. Interessant, dass man auf Alkohol getestet wird. Also, sorry, Alkoholatem. Diesen Pustetest da mit diesem Alkoholscanner da. Wo bist denn gerade? Ich bin gerade in meinem Auto. Ja, wo? An meinem Hof gerade weggefahren. Okay. Ich muss jetzt erst gleich eine Lieferung Holz in den Wald bringen. Ja. Aber. Moment, ich sehe gerade nichts. Zu viel Äste im Weg. Du könntest mal zum Sägewerk kommen, wenn das passen würde. Klar. Könntest mich nämlich mitnehmen. Oder nee, okay. Komm mal im Wald 14. Okay.
Weil dann verlade ich noch kurz, dann können wir uns aufmachen. Okay, mache ich. Gut, bis nachher. Bis gleich. Ciao. Müssen wir das halt heute nochmal dazwischen schieben. Weil so ein LKW-Führerschein, der kostet halt auch ein bisschen Kohle. Von dem her können wir das auch gut machen. Weil uns das eben gut Geld bringt. Es ist jetzt nicht so, dass man durch den Test, und vor allem kann ich zweimal Gebühren verrechnen, durch das, dass er ja mich das letzte Mal schon gebucht hatte in dem Sinne. Und ich dann aber einen Ausfall hatte. Können wir da eine gute Rechnung schreiben. Nein. Puh. Ist halt ein bisschen kompliziert hier. Also mit Frontlader an Bord schaffen ist für mich nichts. Deshalb mache ich das auch weiterhin so, dass wir da mit der Drohne fahren. Das ist einfach für mich sicherer und auch für alle Umliegenden. Falls hier mal einer vorbeikommt. Wo bleibt er denn? Na, da ist er. Der ist ein bisschen schwerer wie der andere wohl.
So. Ich will gerade nochmal die Bäumchen hier aufladen und dann mache ich mich los mit dem Kollegen. Ich glaube, zwei Stämme sind es nur. Okay, drei. Aber so viel Zeit muss sein. Vor allem der telefoniert da drüben noch. Wild gestikulierend. Das ist bestimmt ein erfreuliches Telefonat, das er da führt. Hey Volker! Hi! Bist du fertig mit telefonieren? Ja, war der Herr Jäger. Moment kurz. Ein Sandwich aus dem Auto. Jo. Haben wir es denn da? Erstmal ein schönes Frühstück. Guten. Danke, damit die Konzentration auch da bleibt. Und keine Sorge, ich habe heute mal das besondere etwas im Kaffee weggelassen. Der ist gut. Hab dafür extra einen Löffel Kaffeepulver mehr reingetan, damit er etwas stärker ist. Ja. So, Moment, muss noch kurz den Kleinkrusch aufsammeln. Einen habe ich, glaube ich, noch. Adiopa. Ordentlich sichern, ne? Nachher kommt der Polizist und dann habe ich ein Problem. Ja. So, auf jeden Fall darf ich gleich zur Dienststelle. Warum? Mache. Die haben die Flasche gefunden, die haben auch die Fingerabdrücke davon genommen und gekriegt. Ups. So, aber da müssen wir halt noch Fingerabdrücke nehmen, von wem die sind. Ja. Ich dachte, es ist klar, von wem die sind. Sind ja K.O.-Tropfen reingemixt worden. Eine extreme, harte, sogenannte Vergewaltigungsdroge. Aha. So krasse K.O.-Tropfen waren das. Interessant.
Musste sogar ein RTW für mich nachher dann noch in die Polizeiwache kommen. Also der Notarzt. Weil ich hatte dann noch einen Anfall. Ja, das habe ich manchmal auch. Ja, aber ich meine so einen epileptischen. Ach so, nee, das nicht. So, ich bin soweit. Ja, passt. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.